Aktuelle Satellitenbilder russischer Militäraktivitäten unweit der ukrainischen Grenze. Deutschland und der Rest der Welt kündigen gegenüber Russland Sanktionen an. Was bedeutet das für unsere heimische Wirtschaft? Russlands Relevanz für Deutschland. Russland ist auf Platz 15 unserer Außenhandelspartner. Knapp 2% aller deutschen Exporte gehen nach Russland. Das Land ist immer noch ein wichtiger Absatzmarkt deutscher Firmen, auch wenn es gesamtwirtschaftlich an Bedeutung verloren hat. So die Einschätzung von Wirtschaftsforscher Jürgen Mattes. Das heißt, gesamtwirtschaftlich ist eine Beeinträchtigung des Handels mit Russland durch Sanktionen, die dann auf einen Einmarsch ja sehr wahrscheinlich folgen würden, für die deutsche Wirtschaft nicht besonders schädlich. Einzelne Unternehmen, die stark auf den Russlandhandel fokussiert sind, die bekommen das natürlich dann stärker zu spüren. Doch in den letzten 10 Jahren zogen sich immer mehr Unternehmen aus Russland zurück. Von ehemals 6.300 auf heute 3.651. Trotzdem bleibt Russland höchst relevant für Deutschland, vor allem beim Thema Gas. Auf der Exportseite sind wir nicht besonders verwundbar. Auf der Importseite, wenn man die Gesamtschau nimmt, auch nicht. Aber natürlich bei den Importen, insbesondere von Gas, teilweise auch von Kohle, sind wir natürlich verwundbar. Wenn über die Hälfte unseres Erdgases aus Russland kommt, dann verschafft das natürlich schon Probleme. Deutschland ist das Land mit der größten Abhängigkeit von Russland beim Gas. 56,3 Milliarden Kubikmeter kommen aus Russland. Italien, die Türkei und die Niederlande folgen mit großem Abstand. Großbritannien und Frankreich beziehen nur minimale Mengen. Und das zu großen Teilen aus Russland kommende Erdgas ist im deutschen Energiemix der zweitwichtigste Energieträger. Sollte Russland den Hahn abdrehen, dann würde es hier große Probleme geben. Nicht nur würden die Preise sehr viel stärker steigen, sondern es würde möglicherweise sogar Stromabschaltung geben, weil natürlich auch Gaskraftwerke Strom erzeugen. Also das wäre ein ziemliches Katastrophenszenario, was passieren könnte. Russlands wirtschaftliche Abhängigkeit von Deutschland. Zu den deutschen Exportgütern zählen Autos, Autoteile, chemische Produkte, Elektrotechnik. Auch die hessische Firma Fiesmann liefert Heiztechnik nach Russland. Allerdings will sich weder Fiesmann noch andere Unternehmen, die wir anfragen, dazu momentan äußern. Zu politisch, heißt es allgemein. Die Rolle der Ukraine als Handelspartner. Die Ukraine liegt auf Platz 41 unserer Handelspartner und ist mit einem Volumen von 8,5 Milliarden Euro aus Import und Export ein relativ kleiner Partner. In der Wirtschaft ist das Land aber anerkannt, wie dieses Zitat von Kabelhersteller Leoni zeigt. Das Land punktet aus unserer Sicht mit seiner Nähe zu unseren europäischen Kunden, einer gut entwickelten Infrastruktur, qualifizierten Arbeitskräften und einer vergleichsweise günstigen Lohnkostenstruktur. Weitere Reaktionen deutscher Unternehmen sind auch hier schwer zu bekommen. Die derzeitige Stimmung der Unternehmen ordnet Alexander Markus, Vorstand der deutsch-ukrainischen Industrie- und Handelskammer, ein. Die Geschäftspartner, die im Ausland sind, die werden nervös, die stellen Fragen. Die sagen, was gibt es für Alternativen, wenn es etwas in der Ukraine passiert? Wie stellen sie die Liefersicherheit her? Wie gesagt, wir haben um die 30.000 Arbeitsplätze in der Ukraine, allein in der deutschen Automobilzulieferindustrie. Er schätzt, dass es derzeit rund 2.000 Unternehmen mit deutscher Beteiligung gibt. Auch DAX-Unternehmen sind dabei. Aber vor allem in Sachen Chip-Herstellung hat sich die Ukraine einen Namen gemacht, sowohl in der Entwicklung als auch bei der Fertigung. Wenn man sich heute in ein Daimler, in Mercedes setzt, kann es gut sein, dass die Software für sogenannte Infotainment, das heißt also die Abstimmung zwischen den unterschiedlichen Medien, wie das Radio, das Navigationssystem, den MP3-Player, dieses Koordinierungssoftware, es kann durchaus sein, dass die aus der Ukraine kommt. Die Folgen der Eskalation. Rollende Panzer schaden der Wirtschaft.
Und eine Verlässlichkeit der Lieferungen könnte bald nicht mehr garantiert werden. Deutschland bekommt Stahl und Eisen aus der Ukraine. Und das Land ist reich an Bodenschätzen, gewinnt zum Beispiel Lithium. Und was viele zudem nicht wissen, das Land ist eines der größten Weizenexporteure der Welt. Nahrungsmittel sind das zweitwichtigste Exportgut. Die Ukraine gilt als Kornkammer Europas. Doch der Einmarsch Russlands in die Ostukraine behindert die Agrarexporte. Wenn wir jetzt natürlich dort in einen militärischen Konflikt reinschlittern, dann fängt es schon damit an, dass diejenigen Personen, die das eigentlich machen müssen, eingezogen werden. Die werden mobilisiert. Von daher muss man dann schon mit einem Steigen der Preise für landwirtschaftliche Produkte rechnen. Ja, das ist der Fall. Und die aktuellen Bilder von heute bestätigen diese Aussage. Wegen der angespannten Lage hat der ukrainische Präsident Selenskyj begonnen, Reservisten einzuberufen. Der Konflikt vor unserer Tür wird den Handel beeinflussen. Die Auswirkungen auch auf unsere heimische Wirtschaft sind da. Preise werden steigen.